eine Frage zu deiner Unterhose. Mom! Mich interessiert diese Frage. Was gibt es für ein Problem mit Henrys Unterhose? Wenn ihr das nicht schafft, die Manhöhlen zu retten, haut ab! Ich krieg vielleicht mit dem Manhöhlencomputer Zugriff auf den Zeppelin! Drax hat das Kontrollpanel zerstört, ihr könnt nichts tun, haut ab! Ich lass dich nicht im Stich! Jasper, ihr müsst abhauen! Aber Henry! Sofort! Komm mit! Den mit den abgefahrenen Zähnen? Ja, das ist der Telefonhai. Oh. Wow, sieht gar nicht so aus wie er. Das ist er aber. Tu jetzt Captain Man einen Gefallen und schnapp dir den Telefonhai. Kid Danger? Kaugummi, ernsthaft? Hm. Verdächtige, bewaffnet, aber die Cops in Dystopia sind korrupt. Das wird wehtun. Charlotte, geh zurück zur Basis. Ha, geh du zurück zur Basis. Ich bekämpfe Verbrechen. Oh mein Gott! Was? Ich bin in gar nichts gut. Das ist tragisch. Warte, lass mal sehen. Ich bin einfach nur ein Haufen Durchschnitt. Okay, hier ist ein Job. Wo? In einem Laden namens Junkin' Stuff. Da steht gesucht Teilzeitgehilfe für großes Geschäft. Großes Geschäft. Und siehst du, da steht keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Das bin ich. Nichts wie hin, ich hol mir den Job. Sagt keiner, dass ich keinen Abschluss bekomme? Du musst aber von der Schule haufenweise Briefe bekommen haben, Henry. Hast du die denn mal gelesen? Nein, ich hatte furchtbare Angst, dass was Übles drinsteht. Die gute Nachricht ist, dass du perfekte Zähne hast. Sie wacht auf! Ja, du hast sie fallen lassen! Was? Was ist passiert? Du hast faule Süßigkeiten gegessen. Ganz faule Süßigkeiten. Warum seid ihr zwei so nah an meinem Gesicht? Ich will ganz schnell zu Captain Man und ich kette mich erst los, wenn ich ihn gefunden habe. Hör zu. Es tut mir ja sehr leid, Kleiner, aber keiner von uns hier ist Captain Man. Ich meine, sieh uns an. Naja, weißt du, ich könnte Captain Man sein. Wie kommst du drauf, Captain Man in diesem komischen Laden zu treffen? Im Netz hat irgendjemand all seine Standorte markiert. Die Reaktionszeit wurde ebenfalls gecheckt. Und Doodle Maps hat herausgefunden, dass er sich genau in diesem Laden aufhält. Was redest du denn da für Unsinn? So ein Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Das kannst du vergessen. Den Gedächtnislöscher, wo bleibt denn der Apparat? Konzentrieren wir uns jetzt auf Mathe. In einer Zoohandlung hat's gebrannt und Captain Man ist da reingerannt, mitten durch die Flammen und hat sämtliche Tiere rausgeholt. Er hat sich nicht mal verletzt. Captain Man verletzt sich nie, er ist eine Bestie. Wisst ihr was? Irgendwann, wenn ihr zweimal meinen Pool sauber macht, weil ihr den Mathe-Test hier verhauen habt und von der Schule geflogen seid, hoffe ich, ihr erinnert euch an diesen Moment, denn ich werde es. Die Schule beenden wir doch diese Woche. Was? Geschafft, Leute, das College ruft. Also, das ist jetzt echt traurig. Wir werden den Abschluss auf der Highschool machen, verstehst du? Du aber nicht. Hm? Du aber nicht. Hm? Hast du es noch nicht kapiert? Hm? Okay, also das hm heißt, du willst das nicht verstehen. Hm? Richtig. Hey Leute, checkt das mal! Sei still! Wir spielen gerade ein Spiel! Kein Problem, ich schnapp mir euren Screen! Was? Hey, du spinnst ja wohl! Hey, wow! Ich hab's gleich! Ich bin schon fast... Hey, was ist passiert? Was ist los? Stopp, stopp, Charlotte! Ich muss rennen! Nein, nein! Oh nein, nein, Henry! Ich bin da! Na los, renn weg! Ich muss rennen! Versteck dich! Nein! Erst will ich wissen, wie du den Telefonhai aufgespürt hast. Naja, ich hab mir gedacht, keiner mit normalen Zähnen zerbeißt ein Handy, stimmt's?
Okay. Ich habe also alle Zahnärzte in Swellview angerufen, bis ich einen gefunden habe, den ein Patient gebeten hat, seine sämtlichen Zähne durch Titanzähne zu ersetzen. Hätten wir Zahnärzte angerufen? Hätten sie nur telefoniert. Ich habe den Computer gehackt, so bekam ich den Namen des Typen, den habe ich dann im Internet aufgespürt. Oh, wären wir ins Internet gegangen? Was stimmt nur nicht mit uns? Ganz oben auf unserem Plan steht, wir alle stoppen Drax. Geht aber nicht. Weiter. Das geht. Hundertprozentig. Ich hab doch gegen ihn gekämpft. Verloren. Also weiter, Charlotte. Wir müssen einfach seine Unzerstörbarkeit eliminieren. Und wie sollen wir das hinkriegen, Charlotte? Ja, Charlotte. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir die Omega-Waffe benutzen. Ja, die nimmt ihm vorübergehend die Kräfte. Gute Idee, Piper. Danke. Sekunde, die Omega-Waffe ist noch nicht fertig. Ich habe in den letzten Jahren viel von Schwartz gelernt. Ich denke, dass Charlotte wird sie fertig bauen. Du wächst dir heute über dich selbst hinaus. Ja, merke ich auch gerade.